Ja, Felix, wir finden immer wunderbare Ausreden und Gründe, zusammen Zeit zu verbringen. Heute sitzen wir vordergründig zusammen, um über Spiritualität zu reden, glaube ich. Über das Geistige, über das Licht, über den Titel deines neuen Bildbands. Lichtarbeit, Lichtarbeiter, Ja, was, das wie ist wird so er der heißen? Arbeitstitel. Ja. Ist das nur der Arbeitstitel oder bist du eigentlich schon entschieden, dass er Lichtarbeit heißen wird? Also ich habe einmal eine Ausstellung zum Thema, die hieß Leben 1, gemacht. Und das finde ich ist auch ein sehr schöner Titel, weil das auch etwas ist, was meine Leidenschaft oder mein Leben eigentlich sehr verdeutlicht oder sehr, also sehr passend dazu ist, weil so das Leben, Lebensqualität, die Kostbarkeit des Lebens halt ein Thema für mich ist. Und die Lichtarbeit finde ich aber auch toll. Ich mag gerne die Zweideutigkeit in diesem Namen. Sind beides so Sachen. Leben 1 finde ich super, weil Leben 1 verstehe ich auch sofort auf mehreren Ebenen. Auf der einen Ebene ist es sozusagen, das ist das Allerwichtigste, das ist so Ja. die Number One. Auf der anderen Ebene könnte es auch bedeuten, es kann auch ein Leben 2 oder ein Leben 3 oder ein Leben 39 geben. Wie stehst du dazu? Ich habe neulich was ganz, ganz Großartiges für mich einfach entdeckt. Also erstmal stehe ich zu diesem Leben und zu dem, was ich jetzt erlebe und diese ganze Kostbarkeit da drin. Da ist mein Fokus drauf. Aber ich habe für mich neulich einfach gemerkt, so mehr habe ich gemerkt, so dass mehr bringt, dass mehr nimmt sozusagen. Es kommen Dinge in unser Leben, es gehen Dinge aus unserem Leben. Und es ist alles so im Kommen und im Gehen. Und dann habe ich gedacht, krass, und wenn ich sterbe, dann geht mein Leben weg. Und dann kommt es auf vielleicht eine ganz andere Weise, auf eine andere Verteilung, energetische Verteilung wieder. Aber das war für mich so, wow, seit ein paar Tagen glaube ich an eine Wiedergeburt in einer, nicht in einer Form, dass ein und dieselbe Person wiedergeboren wird, aber die Energie, die geht, die kommt dann wieder. So, das ist so, dass, weil Energie kann nicht sterben. Energie bleibt existent und verwandelt sich dann halt. Das war so war für mich so eine Erkenntnis, die ich spannend fand, schön fand. Ich finde das schön, wie du das siehst, weil sich das so erschließt, wenn man deine Bilder anschaut, hat man eigentlich schon viel länger das Gefühl, dass dir diese Dimension überhaupt nicht fremd ist. Da ist ja eigentlich immer was metaphysisch, nein, vielleicht nicht immer, es gibt auch vielleicht weniger metaphysische Sujets, aber es gibt eine ganze Reihe von metaphysischen Momenten in deinen Bildern, die für mich oft auch den Unterschied ausmachen, wo ich dann denke, da kommt irgendeine Kraft rein, die ist numinos, also nicht benennbar, und sie hat aber auch oft eine Lichtqualität. Es gibt irgendwie so fast sowas wie Engelerscheinungen, Dinge, die vielleicht von der Farblichkeit irgendwie überraschen und die aber genau diese Qualität beschreiben. Da ist eine Energie, die ist da, die sieht man nicht, aber du machst sie sichtbar. Also ist für mich halt auch so, wenn ich male, kommt Energie von mir in die Bilder. Das bleibt logisch in den Bildern, geht aber auch wieder was. Dadurch, dass ich wieder was wegnehme, kommt wieder was Neues hin. Und je nachdem, wie ich mich fühle und je nachdem, mit welchem Gefühl ich mich dem Bild widme, entsteht so auch etwas in diesem Bild, was vielleicht erstmal nicht erklärbar ist, weil ich energetisch tatsächlich arbeite. Das heißt, ich setze mich mit gewissen Themen auseinander. Versuche sehr präsent zu sein und diese Malerei mit dem, was bei mir, in mir geschieht, in Korrespondenz mit der Leinwand, ist wie das, was ihr erzählt habt, mit dem Meer, dieses Kommen und Gehen, so. Es ist so eine Dauerkorrespondenz, in der sich dann diese, nennen wir sie mal, ja, Dinge ergeben, dass plötzlich Dinge auf der Leinwand erscheinen, von denen ich das Gefühl habe, Mann, ey, die treffen genau das, was gerade für mich so wichtig ist. Sei es eine Farbe, sei es eine Form. Und auch selbst wenn die gegenständlich sind, wenn man da mal sowas sieht, ist das, was sie energetisch manchmal sagen oder was sie manchmal auf einer anderen Ebene erzählen, gar nicht unbedingt so zu sehen. Aber das hat man dann, wenn Leute die Bilder angucken und dann plötzlich schlucken und ich merke so, krass, ja, es wirkt. Und das Ja. Interessante ist, dass es aber eigentlich nicht intentional ist. Nein, nein. Nein, also ich male einfach, weil ich male und ich mit dem Bild bin und ich dieses Riesenbedürfnis habe, das zu malen. Ja, dies Malen ist eine Auseinandersetzung mit mir, also ein Wow, das ist mein Raum, in dem kann ich mich spüren, kann ich mit mir sein. Aber was dann da nachher erscheint, weiß ich vorher nicht. Und das ist für mich halt auch das Tolle, weil ich da manchmal im Nachhinein berührt bin, weil ich dann etwas sehe, was ich vielleicht beim Malen gar nicht
gesehen habe. Ja. Du bist ja sehr rigoros auch im Weiterbearbeiten deiner Bilder. Gehst du mit solchen Elementen vorsichtiger oder rücksichtsvoller um, weil sie vielleicht fast nicht von dir sind und du denkst, die lasse ich einfach mal da stehen? Oder sind die genauso den Veränderungsprozessen unterworfen wie alles andere, Du was du meinst die malst? Bilder, die unten drunter sind, wenn ich Ja, jetzt. oder auch das, was jetzt sozusagen an metaphysischem Numinosum da plötzlich auf die Leinwand gekommen ist, ohne dass du da groß das intendiert hast und du merkst, da ist aber eine Qualität drin. Trotzdem kann es sein, dass das Bild für dich noch nicht fertig ist. Ja, Passiert das auch, nee. dass das genauso verschwindet Immer, und ja. ja. Wenn sobald ich das Gefühl habe, nein, dieses Bild, ich ticke ja auch sehr kompositorisch und sehr handwerklich. Wenn ich das Gefühl habe, bei dem Bild ist was in sich nicht stimmig, geht es weiter, bis ich das Gefühl habe, jetzt ist es rund. Und Und da ist es das muss ganz man nicht egal, mal wie heilig komplett. das ist, was da sozusagen auf die Leinwand gedrängt hat, ohne an dir vorbei Ja, quasi. also das ist das, wenn das mich am Weitergehen, am Entwickeln hindert, diese eine Sache, dann nehme ich sie wieder weg und dann kommt wieder was anderes. Sie ist ja trotzdem Teil des Bildes, sie ist ja Teil des Prozesses. So. Und das ist für mich, also ich liebe Veränderungen auch in der Malerei und ich finde, ich stehe auch ein bisschen für Veränderungen und das so sind auch meine Bilder da. Die sind ständig im Wandel und auch wenn ich nicht male, wandeln sie sich, weil sie im Atelier stehen und reifen und dann entdecke ich nach Wochen vielleicht, was es zu tun gibt an dem Bild, weil ich es dann dem Bild den Raum gegeben habe, sozusagen auf mich zu wirken. So, das ist ja. Hat auch zu tun, möglicherweise mit dem schönen buddhistischen Gedanken des Non-Attachments. Also nicht festzuhalten an einem Ergebnis, sondern Ja, eigentlich ja. eher den Prozess, das Leben immer wieder neu Ja. machen zu lassen. Yes, that's Ich me. hab immer die Fantasie bei dir, du besuchst einen deiner Sammler und du siehst das Bild an der Wand hängen und sagst, da müsste ich eigentlich nochmal ran. Darf ich da nochmal eben meinen Malkasten auspacken und nochmal ein bisschen was. Gibt es also diesen Impuls, wenn du das siehst? Ich sehe Stellen, die mir nicht mehr gefallen, aber das Bild ist dann abgeschlossen. Und die Zeit, in der ich das Bild gemalt habe, ist auch abgeschlossen. Wenn es dann irgendwo hängt und ich sehe Stellen, die ich jetzt anders machen würde, dann ist das okay. Weil damals, in der Zeit, wo ich das gemalt habe, war es für mich gut so. Ist es durch alle Checklisten, durch alles gelaufen, was muss ich noch tun, damit es für mich vollkommen ist. Und dann möchte ich da nicht mehr ran, außer ich sehe einen groben Schnitzer, aber das habe ich selten. Irgendwie einen gewissen Perfektionismus habe ich auch. Nee, eigentlich nicht. Ist das dann einfach so ein Frieden, den du dann machst, einfach mit dem Ja. Werk? Es hat sich abgenabelt, es hat Ja. jetzt sein eigenes, und es gehört ja auch jemand anderem, der damit seine eigene Geschichte Ja. entwickelt Ja. und lebt. Nee, das war ich dann früher, der das gemalt hat. Anders ist, wenn so ein Bild bei mir im Atelier steht und ich merke, das blockiert mich, das ist uninteressant, das ist langweilig. Selbst wenn es damals gut war, wird es dann grausam rausgezogen. Weitergemalt, übermalt, wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht mehr the highest quality. Also ich versuche hier im Atelier alles, ich glaube, das gefällt mir auch gerade so gut. Ich versuche echt nur Bilder, die meinen allerhöchsten Kriterien entsprechen, hier zu haben. Und wenn mich auch nur ein Bild nicht fasziniert oder ich nicht wirklich gut finde, dann wird es meistens bearbeitet oder abgespannt und die Leinwand wieder für was anderes verwendet oder so. Das gehört dazu. Zerstörung ein bisschen, Neugeburt ein bisschen Shiva. Hast du schon mal den Fall gehabt, dass du ein Bild verkauft hast aus dem Atelier heraus und dann hast du gemerkt, doch noch nicht fertig? Und dann hat der Sammler gesagt, das sah aber noch anders aus, als ich das gekauft habe. Ich wollte das eigentlich so, wie ich es. Nee, hatte ich nicht. Und ich überlege gerade, ob doch noch nicht fertig. Meine, ich kann mich aber nicht mehr erinnern. Ich meine, es gab einen Fall, wo ich da nochmal mit Pinsel und so da hingegangen bin, weil ich noch was ausbessern wollte. Nochmal einen kleinen Fleck verändern, aber ich erinnere mich nicht mehr genau was. Also das Ja, war nichts Dramatisches. jedenfalls Das war. vollkommen ungravierend Ja, ja. von der Wirkung her. Lass uns trotzdem nochmal zurückgehen zu dem Begriff der Lichtarbeit. Das hat ja auch mehrere Komponenten, dieses Wort. Wie gehst du damit um? Was bedeutet das für dich? Also Punkt 1, wir Maler arbeiten ja immer mit Licht. Also auch Licht setzen, aber also auch mit der Wirkung von Licht. Und für mich läuft Lichtarbeit auch ein bisschen unter Heilarbeit. Das heißt, wenn man mit der Malerei, ich mit der Arbe Malerei arbeite, vor dem Bild stehe, heilt es in mir ganz, ganz viel, weil ich diesen unglaublich großartigen Luxus habe, Themen, die mich beschäftigen, was mich bewegt in der Welt,
in der Leinwand sozusagen auf der Leinwand zu verarbeiten und auch zu merken, wow, manchmal ist das, was mich berührt, was ich auf der Leinwand bearbeite, unglaublich berührend für andere Menschen, dass Menschen dann davor stehen und es wirklich mit ihm was macht. Und das ist, also das ist das, was ich so großartig finde, dass man etwas macht, das transportiert sozusagen und jemand anders, der davor steht, da wird es erreicht und wird berührt. Und für mich hat das mit Heilung, also Lichtarbeit hat auch für mich was mit Heilarbeit zu tun. Ein Bild zu malen für den Frieden oder ein Bild zu malen, das mache ich auch manchmal, eine Intention zu setzen. Wow, komm bitte, lass für die Kostbarkeit der Natur, für die Heilung eines Waldes zum Beispiel, sich diesem Thema zu widmen in der Hoffnung, dass dieser Wunsch, diese Intention, diese Energie irgendwo ankommt, dass da irgendwas ins Rollen gebracht wird. Und so vermessen bin ich oder wie auch immer. Ich glaube einfach daran, wenn ich mir was ganz doll wünsche, dass das irgendwo ankommt und irgendwo auch was bam, bewegen kann. Ja. Also es ist eine saftige Form des Sendungsbewusstseins. Auch. Ich habe, während ich male, nicht das Bewusstsein zu senden. Ich möchte jetzt unbedingt senden. Aber aber dann manchmal auch, oh, wenn ich mir so sehr wünsche, zum Beispiel jetzt Frieden zu senden, mich mit einem auseinanderzusetzen, dann habe ich jetzt aber nicht, oh ja, ich möchte senden und alle sollen mich empfangen. Sondern ich habe dann einfach das Gefühl, wow, ich male das in die Welt hinaus. Und ich glaube einfach dann, wenn du an was ganz stark glaubst und dich dem auch noch widmest, mit Malerei, die dann auch noch von mehreren Leuten gesehen wird, dass das eine Wirkung hat. Ja, das ist ja wunderbar. Ich meine, das ist ja, so Mann, die alte Frage immer, kann Kunst irgendwas verändern? Ja, Mann, kann die Welt, sie? Ja, Mann. Das ist herrlich. Kann die Welt verändern, ja, sehe ich so. Das ist für mich, dafür steht für mich auch Kunst, weil Kunst setzt Impulse, die vielleicht andere Medien auch dann nicht entsenden. Appelliert bei Menschen ganz andere Bereiche und öffnet auf eine ganz andere Art und Weise, weswegen ich Kunst auch so enorm wichtig finde. Ja. Also enorm, weil es die Menschen auf so einer sensiblen Ebene erreicht, auf so einer intuitiven, auf so einer Gefühlsebene auch. Und eine Reflexion hervorruft, die vielleicht gängige Methoden nicht hervorrufen würden. Also die verändert, Kunst bewegt, Kunst revolutioniert, Kunst haut auseinander. Ich liebe das, ja. Ist das eine Empfindung und eine Wahrnehmung deiner Tätigkeit, die dich immer begleitet hat? Oder hat sich das im Laufe des Machens entwickelt? Im Laufe des Machens. Ich habe sehr konservativ, also so im Sinne des Flaneurs begonnen. Bin immer durch die Städte gelaufen und habe dann da gemalt, was mich formell, kompositorisch fasziniert hat. Großartig, auch wunderschön. Also ich bin totaler, sagt man, Ästhet. Ja, also ich liebe es, Dinge zu sehen und das dann auch in Malerei, diese Freude, diese Liebe dafür, für Farben, Stimmung auszudrücken, das gehört auch zu mir. Aber irgendwann, nee, das ist mit der eigenen Wahrnehmung, mit dem an sich arbeiten, selber entwickeln, gucken, was ist mir wichtig, was ist der Fokus in meinem Leben. Da mit meiner eigenen Entwicklung ist dieser Fokus auch auf die Macht und die Intensität von Malerei, von Kunst, von meiner Arbeit auch der Blick anders geworden, schärfer geworden. Mhm. Also ich habe das Gefühl, je mehr ich bei mir aufgeräumt habe in mir, umso fokussierter ist die Malerei auch geworden, mit ihrer Intensität auch, finde ich. Mhm. Es war eher so eine romantische Ruhe, finde ich, bei meinen früheren Gemälden, die jetzt schon in eine ganz andere Wirkungskraft sich verändert hat, ohne dass da eine Intention bei ist. Die Bilder machen einfach meine Entwicklung mit. Was vielleicht auffällt in den jüngeren Arbeiten, ist eigentlich auch eine stärkere Konzentration auf ein größeres Sujet. Es ist nicht mehr so kleinteilig, wie ich also viele deiner Arbeiten aus der mittleren, jüngeren Vergangenheit sehe, als Straßenszenen, wo einfach unheimlich viel simultan passiert. Und da gibt es natürlich auch immer so Ruhepunkte, die den Blick sozusagen ansaugen. Aber drumherum passiert immer noch ganz viel. Mhm. Jetzt habe ich häufiger das Gefühl, dass das sich wirklich noch stärker in reine Farbe auflöst. Das, was da jetzt sozusagen nicht im Fokus steht. Ja. An Gestaltlichem. Das ist das, was ich halt so liebe. Wenn ich dann merke, wow, lass die Farbe einfach machen und du musst nicht so viel erklären. Das ist auch für mich eine wichtige Geschichte, einfach ein Bild dann aufzulösen und zu sagen, wow, es darf in seiner Freiheit, auch in seiner Kraft, die so eine
reduzierte Malerei hat auch stehen, wenn es denn für mich sich stimmig anfühlt. Manchmal möchte ich so gern eine Form weiter auserzählen, weil ich das Gefühl habe, es braucht noch diese Feinheit. Aber dieses etwas so wie du, weiß nicht, also etwas so ein bisschen archaischer, robuster, malerischer stehen zu lassen, es hat für mich eigentlich von der eigenen Entwicklung nur damit zu tun, dass ich einfach freier, mich freier fühle mit der Malerei auch und mich auch loslöse von Konventionen, das muss so und so gemalt werden, das ist mein Stil, sondern dass ich sage, nein, das ist so, wie ich die Malerei gerade haben will. Also ich kann es ja anders beschreiben, so wie ich es jetzt gerade mache, so lasse ich es dann stehen und ich bin offener dafür, in welche Richtung es gehen darf, anders als früher. Das heißt, eigentlich müsste es so sein, dass die Bilder noch mehr auseinanderdriften, inhaltlich aber, malerisch, aber tun sie witzigerweise nicht. Im Moment vielleicht gerade nicht, und man weiß nicht, was in einem Jahr ist oder wie sich das in der nächsten Zeit entwickelt. Ich bin sehr lustgestaltet, was Malen angeht. Also man sagt immer, ein Künstler soll so in eine Richtung gehen, ja toll, kann man, aber mich interessiert so viel. Ich habe auch technisch und auch malerisch Lust, so viel auszuprobieren. Mir ist dann hast du halt ab und zu mal wieder, brauche ich was Konservatives, die gegenständliche Malerei und dann wieder irgendwas, was so ganz, ganz, also sehr genau gemalt ist und irgendwas, was dann wieder freier ist. So. Was du machen kannst, weil dir diese beneidenswert große Palette zur Verfügung steht. Ja, und trotzdem finde ich und lustgestaltet finde ich auch super. Ja. Was ich auch spannend finde, ist, dass du ja eigentlich im Grunde auch in deinem Individuum eine kunstgeschichtliche Entwicklung nochmal durchlebst, nämlich die weg von der Gegenständlichkeit hin zur reinen Farbe. Das ist ja auch eine Entwicklung gewesen, die einen ganz wesentlichen Impuls gesetzt hat in der Kunstgeschichte. Also bis hin zu den Vorwürfen den Malern gegenüber, man kann ja gar nicht mehr erkennen, was du da malst. Und trotzdem aber war das einfach eine ganz zwingende Konsequenz aus dem Gegenständlichen sozusagen in die reine Farbe zu kommen. Sagen wir mal, gegenständlich bin ich ja trotzdem noch. Ja. Und ich glaube, werde ich auch mal bleiben, weil ich für diese Formen und so einfach so eine große Faszination habe. Aber diese Entwicklung resultiert einfach daraus, dass man etwas dann auch kann, etwas lang gemacht hat. Und ich bin ein neugieriger Mensch sozusagen und möchte dann auch was anderes machen. Und deswegen probiert man nicht was anderes aus, sondern geht einfach dann auch einen anderen Weg. Wie gesagt, weil ich mich selber auch entwickeln. Und in der Kunst ist es auch so. Ein Thema war durch und dann kam eben ein neues Thema, wo neue Impulse kamen, wo die Menschen wieder was anderes bewegt haben. So, also was Neues in Gang gesetzt haben. Ja. Ich würde gerne noch ein kleines Nebengleis dich führen und das hat zu tun auch nochmal mit dieser Doppeldeutigkeit von Leben 1, von den alternativen Möglichkeiten, von den Potenzialen, die es ja gibt. Also in der Metaphysik oder in der Spiritualität spricht man ja auch davon, dass es eigentlich eine unendliche Menge an Potenzialen gibt, auch im Quantenraum. Wie die Realität ist, das ist jetzt sozusagen eine Schicht, in der wir das Ganze sehen, aber es könnte auch unendlich viele andere Schichten haben. Und ich habe das Gefühl, dass eine frühe Arbeit, zum Beispiel diese Fotoüberlagerungen zu haben, du hast so ganz verschiedene Settings im Grunde auch miteinander verschmolzen, dass das im Grunde auch immer ein Anbieten von und auch sich auseinandersetzen mit Potenzial war. Ist das yes, so? Yes, man. Also das ist genau auch meine Intention. Also doch, Intention. So. Ich habe manchmal einfach, mag ich gerne mit dir, dass die Realitäten verschmelzen, dass du nicht weißt, was ist Wirklichkeit. Mhm. Und das ist ja auch großartig. Das wissen wir so ja auch nicht. Und das ist vielleicht auch das Großartige oder das Wichtige, wenn man so in Reflexion geht, dass der Standpunkt, den man jetzt hat, gleich ein ganz anderer sein kann, weil es ja eventuell eine Verschiebung der Wahrnehmung, auch des Standpunktes im Gespräch mit einem Freund, wie auch immer, sein kann. Und so ist es eben auch in der Malerei. Es gibt so viele Möglichkeiten, ein Bild wahrzunehmen, in was es sein kann, was man sieht. Und je freier man das Bild lässt, umso mehr lässt man auch den Betrachter oder sich selbst auch die Möglichkeit, das Bild sich in eine Richtung entwickeln zu lassen. Also es malt sozusagen dazwischen noch mit. Und da habe ich viel mit Spiegelungen und so gespielt. Das fand ich spannend, dass ich habe viel mit Spiegelungen früher gemalt. Jetzt male ich so, als hätte ich Spiegelungen, wo aber keine Spiegelungen sind. Und erinnere so immer an die verschiedenen, tatsächlich, also so wie du sagst, an die verschiedenen Ebenen, die es geben könnte, wo man das Gefühl hat, wow, gerade verschwimmt die Zeit, gerade verschwimmt die Form, irgendwas ist hier, stimmt da nicht ganz. Und das mag ich gern, diese Irritation. Das ist schön. Ja. Auch ohne, dass es so mechanisch wird. Ne? Ja. Das ist irgendwie sehr frei von der Gestalt. Ja, danke.
Licht nochmal, das ist natürlich völlig richtig, was du sagst. Das ist irgendwie ein Grundhandwerkszeug der Malerei. Auch das muss dich oder hat, glaube ich, sehr früh schon deine Arbeiten charakterisiert, dass du irgendwie mit einem Pinselstrich irgendwo einen Akzent hast setzen können, der ein ganzes Bild irgendwie zur Ruhe bringt oder so aufraut, dass man anders schaut. Ich denke gerade jetzt an dieses wunderbare so frühmorgens Südamerika-Bild, wie ich einfach wahnsinnig toll dieses Licht da finde. Also ich kann zu Licht noch mal was sagen. Ich baue die Bilder immer so ganz langsam auf. Das heißt, ich male erst so diese Mitteltöne, die Töne, die weder hell noch dunkel sind und eigentlich wie ein Morgen so entwickelt. Ich liebe den Morgen auch dafür. Oh Gott, weil das Licht dann so kommt. Also da sterbe ich. Also es ist traumhaft. Und bei diesen, ich entwickle meine Bilder tatsächlich auch so, dass ich sie aus den Mitteltönen raushole und die Töne immer extremer werden, immer dunkler dann auch, aber auch immer heller. Und ganz zum Schluss kommt dieses eine Licht als so ein Schwerpunkt. Aber gerade kommt mir dieses Bild eines aufgehenden Morgens, dass meine Bilder tatsächlich wie so ein Tag sich dann so langsam wird heller, langsam kommen die Kontraste raus. So, ich meine natürlich länger dran, aber ja, fällt mir. Ja. So ist dann natürlich auch, wie in der Fotografie letzten Endes auch, in der Malerei, das Licht die Königin. Ja, ohne Licht kein... Des Bildes. Ja, also in der Malerei natürlich, in der Abstraktmalerei ist es was anderes, aber ja. Da ich ja immer Formen habe, mag ich das Licht sehr. Und bei mir kannst du auch haben, dass es zwei Sonnen gibt oder so, das ist mir nicht wichtig. Dass dann da plötzlich irgendjemand Licht kriegt und da auch Licht, als wäre es im Studio oder als gäbe es zwei Sonnen oder so, da ist mir dann Realität oder Realismus nicht wichtig. Ich würde gerne unterscheiden zwischen Realismus und Gegenständlichkeit. Gegenständlichkeit mache ich ja total, Realismus würde ich nicht sagen. Nein. Das ist ja auch eine romantische Vorstellung von zwei Sonnen. Ich meine, siehe Franz Schubert, Winterreise, da gibt es auch zwei Sonnen. Ach echt? Okay, ja, das weißt du besser, ja. Das ist eine andere Welt, aber eben auch eine potenzielle Welt mit mehr Licht und anderen Fokuspunkten. Kannst du denn für dich selbst eine spirituelle Entwicklung nachzeichnen? Also, ich hatte mal eine Phase, wo mir meine Cousine damals ein Buch gegeben hat und das habe ich erstmal zur Seite gelegt, das war Osho. Und irgendwann habe ich es einfach genommen und gelesen. Und das hat so viel bei mir bewegt, das war der Wahnsinn. Und es lässt sich auf einen Satz reduzieren. Wenn du einen Apfel isst, werde zu diesem Apfel. Das heißt, man schließt die Augen, guckt eben so hier auf diesen Punkt und genießt voll, während man diesen Apfel isst. Und das habe ich auf so viele Bereiche im Leben, auf das Essen, auf alles. So plötzlich so fokussieren auf das, was man tut und da voll aufgehen. Und dieses Buch hat so viel ausgelöst in so vielen Richtungen bei mir. Das war total der Wahnsinn. Und dann ging eigentlich die ganze, ich sag mal, ich nenne das ruhig Forschung, weil ganz viel bei mir dann passiert ist, viel entwickelt, viel wahrgenommen und so. Und da ging das eigentlich so los. Es hatte so einen ganz reißerischen Titel, Tantra, Spiritualität und Sex, womit das Buch letztendlich gar nichts zu tun hatte. Für mich ging es um diesen Genuss, dieses Augenschließen mit geschlossenen Augen hier drauf kommen, gucken und genießen. Und aber ich schwöre dir, das ist natürlich auch der Grund, warum Osho irgendwie so wahnsinnig reingehauen hat, auch hier bei uns im Westen, weil das ist ja im Grunde eine ganz sensualistische Form der Spiritualität. Ja! Eben nicht das Vergeistigte, nicht das Asketische, nicht das Entsagungsvolle, sondern das Saftige. Darum sage ich eben auch bei dir, das hat so eine Saftigkeit. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich auch das andere. Es gibt auch den Ramana Maharshi. Es gibt den völlig, der sagt, es gibt überhaupt nichts, was man irgendwie zu erfüllen bräuchte, sondern es reicht vollkommen einfach nur da zu sein. Und dieses Leben einfach in seiner vollen Präsenz einfach zu sehen. Und das ist es, also für mich auch das Osho sagt eben zum Beispiel auch, die sich so gehen lassen, sich hingeben. Und das ist sowas, was ich auch beim Farbenmischen habe, was ich beim Kochen habe, was ich beim Malen habe. Ich gebe mich einfach beim Tanzen. Ich gebe mich einfach hin. Und ich versuche so präsent beim Malen. Ich male nicht, wenn ich müde bin. Ich male nicht, wenn ich nicht ganz anwesend bin. Ich versuche diese absolute Präsenz in meinem Bild zu haben. Und das ist für mich genauso auch, wenn du was schmeckst, nicht nebenbei essen oder wenn du tanzt oder was auch immer, einfach das ganz, ganz zu sein, was du tust. Und das ist so, das hat so viel ausgelöst, weil es so viel Sensorik freigeschaltet hat, dass ganz viele Dinge mich halt, sagen wir mal, besucht haben oder ich mich für so viel
Dinge geöffnet habe, die mein Leben dann auch verändert haben. Und das ist verrückt, dass so ein Apfel das ganze Leben verändern kann. Bis hin dazu, dass natürlich jetzt die Betrachter deiner Bilder im Grunde auch die Bilder dann am allerbesten betrachten, wenn sie eins werden mit dem Bild. Genau, exakt. Genau, werde zu dem Bild, genau, geh in Korrespondenz damit, so nicht vorbeirauschen, sondern stehen und wirken lassen. Und lass dich ein, anders genau. als mit der Distanz. Genau. Kommunion, das ist eigentlich das, was die gute alte katholische Kirche unter Kommunion versteht, ja. oder? Ja, das weißt du auch schon Leib wieder und besser. Leib und Seele aber, ja. kommen zusammen ja. im Essen der Oblate und im Trinken des Weines. Ja, und okay, ich bin jetzt nicht so, also ich kenne ihn natürlich da, alles, aber da, das ist nicht so meine Metapher, die ich jetzt ja. wählen würde. Aber ja, eins werden mit dem, was man tut, was man erlebt. Und je mehr ich, und das ist, da kommen wir wieder zu Leben eins. Je mehr ich mit dem, was ich tue, verschmelze, eins werde, umso mehr bin ich am Leben. Je mehr, wenn ich traurig bin, je mehr ich spüre, mein Gott, da ist Trauer, wow, und ich fühle die bewusst so, umso mehr Lebendigkeit ist da in drin, selbst wenn man traurig, wütend oder was auch immer ist. Und da liegt für mich ganz viel in meiner Malerei drin. Also da liegt so viel auch in meinem ganzen Leben. Das ist sogar meine Philosophie, die ist ganz bewusst. Und eins werden und trotzdem nicht diesen Überblick verlieren, trotzdem nicht dieses Standing verlieren, trotzdem anwesend sein. Ich sag mal, beim Malen auch so. Ich bin da nicht so am Fliegen und ich werde eins, sondern ich bin schon ein Kung-Fu-Kämpfer, ich bin jemand, der steht da und bin präsent und versuche trotzdem eins zu werden. So, das ist mir, ich bin jetzt kein Kung-Fu-Fighter, aber gut, das Kung-Fu hat mir sehr viel gelehrt, zu stehen und da zu sein, so präsent zu sein, auch eine ganz wichtige spirituelle Praxis war das für mich. Kann man sagen, dein Kung-Fu ist das Yang und das Einswerden ist das Yin. Ja. Und erst in der Verbindung von beidem ist man ganz Mensch. Ja, ja, und du brauchst das. Du brauchst dieses, wenn du jetzt nur so dich irgendwo hingibst, so bist du ja verloren. Du brauchst dieses Stehen, anwesend sein, präsent sein, wo bin ich auf dieser Welt? Was geschieht draußen? Wo stehe ich? Wie positioniere ich mich zu dem, was da ist? Oder wie gehe ich damit sozusagen? Ja, finde ich. Ich und die Welt, die Welt und ich. Ja, wie in der Philosophie. Dafür philosophieren wir, um unseren Platz in der Welt zu finden, um zu gucken, wo stehe ich in dieser Gemengelage. Und dafür tanzen wir auch. Du tanzt schon viele Jahre Fünf Rhythmen. Oh, was hat das für dich bewirkt in deiner Malerei? Also nach dem Kung Fu kam Fünf Rhythmen, kamst du, Tom ist mein Fünf Rhythmen-Lehrer auch noch. Und Tanzen hat für mich einfach, das ist für mich großartig, das ist für mich das Leibwerden der Malerei sozusagen. Weil dieses Fünf-Rhythmen, wenn ich es jetzt ganz schnell erzähle, ist wie ein Prozess in der Malerei aufgebaut. Du beginnst eben mit dem Flowing, so fängst dein Bild an, dann kommt das Staccato, fängst an, die Flecken zu ordnen und so, wie du es haben willst. Dann kommt das Chaos, Mist, was ist denn mit diesem Bild hier los? Was will ich denn von diesem Bild? Oh, wird das nichts? Bin ich scheiße, bin ich blöd, bin ich verrückt? Kann ich das nicht? Kann ich nichts? Jetzt erwischen mich alle, jetzt ich kann nichts, bam, plötzlich kommt der Einfall, die Lyrik. Die Lösung vielleicht. Ne? Die ja. Lyrik, da gehe ich lang. Da fühlt mich das Weg lang super. Und dann dieses Stillness, der Frieden mit dem Bild. Aber diese fünf Rhythmen und dieses Chaos ist der wichtigste, weil der Chaos ist der Weg vom Hier in das Neue. Und das ist für mich, das ist mein Element. In dem Chaos liegt die Geburt des Gemäldes für mich eigentlich. Und im Tanzen, dadurch, dass ich meinen Körper da machen lasse und der diese ganzen Rhythmen durchläuft, habe ich das Gefühl, ganz viele Prozesse in der Malerei im Körper nachzuarbeiten. Und deswegen habe ich auch ganz oft beim Tanzen, mitten auf der Tanzfläche, Ideen, Einfälle, Eingebungen fürs Bild, dass ich dann plötzlich da stehe und denke, oh Mann, danke. Ey, so gehe ich das Bild an. Weil der Körper dann irgendwas erledigt hat, was der Geist nicht vermochte. Das ist großartig. Wir sollten dich zum Außenminister der Fünf-Rhythmen-Bewegung ja! machen. Das ja, ist nein, ist ja. Das ist ja. Ja, ja, ja. Du verkörperst das tatsächlich auch. Du lebst das. Ja. Und man sieht es in Bildern an. Das ist so schön. Great. Ja. Danke. Ja, Mann. Ja.